Ja, hallo Freunde der Nacht. Es geht mal los. Hier eine kleine Aufnahme, ja, hier wieder aus der Schweiz. Ich habe jetzt mal die Aufnahme gestartet, weil ich jetzt leider nicht mal heute abladen konnte. Da war irgendein Staplerfahrer nicht da, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall da unten abladen. Ich finde es einfach nur traumhaft schön. Also das ist wieder eine Gegend, wo ich sagen kann, das ist eigentlich eine Reise wert, privat hierher zu kommen. Aber das ist halt so weit weg von Hessen, dass man sich das zweimal überlegt. Mit Benziner sowieso nicht. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Aber das ist so schön hier. Auch den Weg hierher. Gut, ich bin LKW, war zum Teil sehr eng, ja, und mit sehr vielen Kreisverkehre. Aber was ich hier so faszinierend finde, selbst bei solchen kleinen Spuren, also das ist, glaube ich, eher einspurig, ja. Die ist zwar jetzt hier am Bahnhof zweispurig. Diese Oberleitung, ja, also das kenne ich von uns in Deutschland gar nicht, ja. Also wo ich hingefahren bin, gab es diese Oberleitung. Anscheinend ist es hier in der Schweiz vollkommen üblich. Aber die Gegend ist so traumhaft schön. Ich kann es nicht beschreiben, ja. Aber das freut mich. Also ich wollte eigentlich heute noch abladen. Aber zum Glück hat es nicht geklappt. Ich konnte zum Beispiel auch da unten noch duschen. In der Firma, wo ich morgen ablade. Ist halt nicht immer überall möglich. Aber ja, wenn es dann möglich ist, klar. Ja, da oben auf dem Berg ist noch ein bisschen Schnee. Ich denke mal, die haben bestimmt hier viel Schnee, also im Winter. Also ich könnte mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich bin. Leider regnet es. Also ich bin ja gestern gekommen. Da hat schon geregnet gehabt die ganze Zeit. Und selbst da, wo ich noch gestern abgeladen hatte, da war es ja auch sehr schön. Ja, konnte auch ein bisschen rumlaufen. Weil von der Fahrzeit hätte ich das nicht ganz geschafft bis zum Kunden. Aber jetzt bin ich hier. Also da ist die Gegend ist sogar noch schöner, weil sie doch, ja, also diese Hänge sind ja mehr mit Grün, also mit Gras. Ja, da wo ich gestern war, war hier doch mehr mit Felsen. Aber diese kleinen Häuser, ja, so traumhaft schön. Und also dieser Zug, der fährt auch sehr öfters, ja, das ist wirklich erstaunlich. Auf jeden Fall, ja, ich werde das noch ein bisschen rumlaufen. Ich werde auf jeden Fall die Aufnahme beenden, weil ich habe nicht allzu viel Speicherplatz. Aber traumhaft schön, also wirklich traumhaft schön, ja. Ja, das würde ich halt nie privat sehen, ja. Sei denn, ich würde jetzt wirklich fahren, ja. Ja, hier ist irgendwie der Tarifzone. Luzern ist ja in der Nähe. Ah. Ja, aber hier war ich noch nie. Naja. Okay. Da würde ich mal sagen, da beende ich diese Aufnahme für jetzt und für heute. Ach gut, mal hier gibt es auch viele Wanderwege, habe ich schon gesehen. Also sehr beliebt anscheinend hier. Selbst hier gibt es irgendwie so ein Mountainbike-Symbol, wo man doch ein bisschen rumfahren kann. Und aber wie weit die Strecken zum Teil sind, ja, hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da bist du schon ordentlich unterwegs hier. Ah ja gut, wenn es stimmt, bin ich bei 852 über normal 0. Also der Platz hier wahrscheinlich. Ja, hier sind wahrscheinlich auch viele Touristen. Ja, hier sitzt aber auch nochmal hier. Noch eine kleine Wanderweg. Ich laufe ja sehr gerne, ja, also. Nur wo dann, ja. Bis extra in der Schweiz zum Wandern, ist natürlich auch dann die Frage. Aber soweit ist es ja nicht mehr. Ich denke mal, ich fahre jetzt noch
bis an die deutsche Grenze, glaube ich, noch circa 1,5 Stunden, glaube ich. Das ist nicht mal allzu weit. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag und schöne Nacht und ja, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.